So, wir machen heute heißes Wasser. Das kann man immer mal brauchen. Wenn nicht, frieren wir es wieder ein. Dazu muss man als erstes in die Küche gehen. Das ist der Raum, wo es auch Kaffee gibt. Wir benötigen einen mittelgroßen Kochtopf. Glück gehabt. Gleich beim ersten Griff die Töpfe entdeckt. Dieser wird nun mit kaltem Wasser gefüllt. Hat man sich mit der Technik dieser Apparatur auseinandergesetzt, kann man den Topf nun mit Wasser befüllen. Erhitzt wird nun beides auf einem Herd, dieses Gerät mit den vielen Knöpfen. Nach dem Studium der Bedienungsanleitung ist es ein leichtes, die richtige Herdplatte zu aktivieren. Etwas Salz, ein weißes Pulver, in das Wasser. Deckel drauf und warten, bis es kocht. Das dauert. Aus Langeweile erforschen wir den Inhalt anderer Schränke und entdecken Spaghetti sowie Pesto und geriebenen Parmesankäse. Hurra! Ja, die Nudeln könnte man in das Wasser schmeißen, wenn es kocht. Das wird bestimmt lustig. Das Wasser kocht. Ich entschließe mich, die Nudeln doch aus der Verpackung zu nehmen und sie ohne das Plastik zu erhitzen. Diese Nudelsorte braucht ca. 4 Minuten, bis sie fertig ist. Ich stelle den Wecker auf 9. Sicher ist sicher. Die Herdplatte kann von der höchsten Stufe etwas reduziert werden. Deckel wieder auf den Topf, aber nicht komplett schließen, da sonst das Wasser überkocht. Hin und wieder umrühren. Ha, da staunt ihr. Ich habe mich inzwischen informiert, dank Internet. Dieses Ding hier ist auch kein Helm, sondern ein sogenanntes Nudelsieb. Ich stelle es in eine Metallmulde mit Loch, ein Spülbecken. Die Zeit ist um und die Nudeln sind fertig, also weich. Dann werden sie abgegossen. Inzwischen habe ich auch den Wegweiser für die Küche entdeckt und weiß jetzt, wo Teller zu finden sind. Ein tiefer Teller gefällt mir. Die Teigware kann jetzt aufgefüllt werden. Ich esse heute im Sitzen. Ein wenig Pesto und etwas geriebenen Parmesankäse auf die Nudeln. Und jetzt kann es losgehen. Guten Appetit. Mit dem bereitgelegten Werkzeug, ein Tipp aus dem Internet, spieße ich einige Nudeln auf eine Gabel, hebe sie leicht an und drehe sie dann auf einem Löffel. Das ergibt einen schönen Klumpen, den man sich dann in den Mund führen kann. Bereits nach kurzer Zeit beherrsche ich diese Technik und habe den Teller geleert. Sättigung stellt sich ein. Das war so nicht geplant. Ich weiß nicht, wie mein Organismus drauf reagiert und lege mich zur Sicherheit besser wieder auf das Sofa. Tschüss. Ja, liebe Freunde, das waren ja heute wieder ganz, ganz viele Begriffe, die auf euch eingeprasselt sind. Küche, Topf, Herd und so weiter. Aber schreibt sie euch alle in euer Küchenbuch, lernt sie auswendig. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Kochen mit Jochen.